Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ion Spezial Add Attack. Ja, wir sind jetzt hier unterwegs zu Leto. Müssen jetzt noch ein Stück laufen. Ich habe es leider, wie gesagt, in der letzten Folge verpasst, den Flugtransporter zu nehmen. Und ja, aber da kann man halt auf jeden Fall nochmal so ein bisschen sich anschauen, wie der Add Attack so funktioniert. Okay, so ein Rückwärtsgang funktioniert gerade nicht. Oh man, vielleicht kann man hier, wenn ich das jetzt hier so mit der Maus scrollen, dann kann man zumindest sehen, wie er sich bewegt und auch wie er angegriffen wird. Hier greifen sich die Monster sofort gegenseitig an, also wie immer. Ja, sieht aber auf jeden Fall ganz lustig aus. Gut designt worden. Ich mach die hier drin, die lenkt einfach nur mit den Armen, lenkt die jetzt einfach schon nur. Ja, okay. So, wo sind wir jetzt eigentlich hingelaufen? Jetzt muss man irgendwie einigermaßen in die richtige Richtung gehen. Wunderbar. You have discovered Talbot's Village. Okay. Da haben wir Leto. Moin, Leto. Greetings. Dukaki miners have started digging for Odium again. So please get rid of the terse and loudmouths who control them. Yeah. Muss ich ja die da oben die Dinger killen. Wie die Kampagnen geändert. Ich glaube, da fehlt hier irgendwie eine Erweiterung. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich habe zumindest irgendwie habe ich das Gefühl, dass eine fehlt. Kurios, kurios. Ja, ich renne jetzt erstmal hier runter, lieber nochmal, nehme die Questen hier erstmal hier unten an und mache einfach normale Questen jetzt erstmal weiter. So viel ist es ja nicht. Vielleicht können wir dann ja nochmal einen kurzen Exploit Richtung, Richtung Nord- und Südkala machen, um zumindest nochmal das Equipment anzuschauen, weil das wäre ja doch, also zumindest halt die Waffen halt in erster Linie, weil das wäre ja doch ganz interessant, wie zumindest halt im High-Bereich dann halt irgendwie welche Skins halt aussehen oder die Abyss-Rüstung zum Beispiel halt aussieht davon. So, ja, das wollten wir. Yes? Speak genau, wir wollten beide, wollten wir machen. Okay, jetzt müssen wir nochmal zurückrennen. Goodbye. Okay, yes? Das speak nehmen wir mit. Okay, noch mit. Hail. May Ariel's light shine upon you. Ich glaube, das Wort Hail. Sammeln, oder? Collecting. Oh, genau. Das können wir dann natürlich nicht machen, weil wir das Sammeln ja darauf ja absolut keinen Wert drauf gelegt haben bisher. Wo kann man jetzt eigentlich was abgeben? Ah, hier in Talbot's Village können wir was abgeben. Hail, Dava! Greetings! Okay, Stroh im Hut wäre der Titel hier. Zu übersetzen, so Pumpkins, okay. Gut, was brauchen wir jetzt hier? Defeat und Peone, sondern was? Violent Work, freue ich mal. Oh, achso, Tief. Brauchen wir jetzt ein Tief hier? Und so zählt halt hier. Ne, der zählt gar nicht irgendwie. Aber jetzt hatten wir Roma gebraucht. Ich habe das doch im LPT, habe ich das doch gemacht. Wahrscheinlich brauchen wir die hier, die Dinger. Ah genau, die zählen hier. Okay. Wobei, ich glaube die Kürbisse brauchen wir auch, ne? Pumpkin und Kürbisse, okay. Blip. Blum. Fünf von sieben haben wir jetzt. Irgendwie haben wir keine Peons hier gerade. So, einen noch. Gut. Müssen wir das abgeben? Gerade ist, dort in der Stadt. Okay.
Okay, so, Peons bräuchte man jetzt eigentlich, aber hier spawnt irgendwie nichts so wirklich. Vielleicht werden wir auf einen anderen Channel gehen. Weil hier ist. Einer ist hier zumindest davon. Das ist ja. Den Skill hätten sie etwas weitermachen können. Von der Range her. Wenn man zumindest einen schönen Fernskill gehabt. Es gibt natürlich auch Fernskills hier, klar, das ist jetzt nicht nur ein reiner Nahkämpfer. Der hat schon eine richtige Gun am Ende auch. Da hat man auch wieder hier so ein Peon. So, you carrying too many, many items, okay. So, da sind auch wieder, da ist auch wieder einer von denen, die wir brauchen. Oh, da wollte mich jemand KS'en. Na toll. Na gut, ich habe aber auch schon, glaube ich, zweimal jetzt hier im Let's Play. Muss ein bisschen kritisch machen. Aber Killstil ist immer so eine Sache. Na, man macht's. Also es gibt nicht wirklich Killstil hier in Arion, aber man macht's halt aus. Aus Freundlichkeit macht man es halt einfach nicht. Ja. Auch wenn es halt. Ich glaube ja, wie gesagt, auch jetzt hier im Let's Play auch wieder 1, 2, 3 strittige Situationen, wo halt irgendwie einer halt eher dran war. Wie ich mal gesagt hatte, du hältst halt einfach noch drauf und lässt es halt, ist halt einfach so. Manchmal muss man halt da halt drauf halten. Es ist halt wirklich schwer abzuschätzen, wer da wirklich dann eher drauf war oder nicht. So, da ist zum Beispiel auch noch einer. So, jetzt haben wir gerade zwei Mobs an uns. So, okay, ich trage immer noch zu viele Gegenstände mit mir herum. So, Peon haben wir direkt hier. Ich brauche eigentlich vom Klassenprinzip her in Arion brauche eigentlich dann nur noch der Saisonweaver eine neue zweite Klasse. Ansonsten ist halt, man steigt halt ein als Technist sozusagen und kann dann wählen zwischen Gunner oder Attack. Jetzt braucht dann eigentlich immer den Saisonweaver oder der Künstler halt was. Vielleicht gibt es dann auch irgendwie so einen Schauspieler so mit Karten oder was in die Richtung oder Spieler oder so in die Richtung, keine Ahnung. Also da wird man sich sicherlich noch was einfallen lassen, denke ich, dass auch diese Klasse halt eine zweite Unterklasse halt dazu bekommt. Ups, was haben wir denn hier? Ah, Schamane greift uns von hinten an. So, noch drei Peons brauchen wir. Man sieht hier, das ist auf jeden Fall jetzt auch schon wieder etwas voller hier. Sowohl von Mobs als auch von Spielern. Dauert aber auch ziemlich lange, bis man den Monster halt irgendwie ein Blatt hat. So richtig den Mega Damage haut der Attack dann doch irgendwie nicht raus, wie ich das eigentlich jetzt so von auch vielleicht vom ein Stück weit auch vom Dingens noch gewohnt bin eigentlich. Also vom Borden, ne? So, gut. Jetzt, was brauchen wir noch? Einen brauchen wir noch. Gucken wir mal, wo er noch ist. Ja, da wird er gerade angegriffen. Na gut, sammeln wir halt mal ein bisschen Aria. Und Aria sammeln.
Achso, ich habe keinen Platz in meinem Inventar. Ja, gut, dann ist das halt auch erstmal irgendwann so. So, ich brauche immer noch so einen Peon. Wo ist er denn? Der spawnt nix. Lalalala. Ich will, dass du hier spawnst, bitte. Ach man, eben nicht. Geh ich halt hier weiter kloppen. Ups, Ranger's Bell wollten nicht. Dann machen wir hier, wie gesagt, hier, ich möchte eigentlich nochmal nach Nord- und Südkalalam. Zumindest werden wir auf jeden Fall nochmal die Skills halt nochmal anschauen. Für euch. Mit euch. Machen wir so, deswegen. Gut, natürlich nicht so gut, dass natürlich jetzt unser Inventory hier ein bisschen voller ist als normal gedacht. Impressive War brauchen wir nicht. Aber auch gerade wirklich alles hier gefüllt, etwas. Vorhin ging es gerade mal, aber da ist einer von unseren, der wird aber gerade angegriffen. Zum Beispiel. Da fehlt schon nur einer, na gut, dann hauen wir halt einfach sinnlos auf irgendwelche Monster. Und wenn wir nicht in der Gegend hier rumstehen, ein bisschen grinden halt, gibt ja auch fast einen guten neuen XP dafür. Ja gut, glaubt wenig EP gerade eigentlich dafür. Da ist ein Peon, den wir benötigen würden. Gut, die Quest hat uns fertig. Ah, das Geld müssen wir schon nur noch mitnehmen. Hier brauchen wir jeden China brauchen wir. Und nach Norden ziehen. Sie kommen hier noch. Okay, nur das Quest. Was will er jetzt hier? Belguas Treasure. Was will er jetzt hier? Find Belguas Kiste. Ah, okay, die Kiste finden. Ah, jetzt habe ich hier einen Mob Aggro gezogen noch. Ah, die Quest hat gute XP gegeben. Wie viele Mobs sind gewesen? Ah, 30.000 XP. Warum ist das jetzt gewesen? Um 3000 China hätten wir. Mal schauen, es geht sich echt ganz knapp vielleicht aus mit dem nach Reisen nach Nord- und Südkalam. Hier gibt es keine Kohle. Gibt es denn hier eigentlich Kohle? Gibt es 1620 China? Gibt es denn hier 2660? Muss man jetzt mal rechnen, das wird eng. Wobei wir ja eigentlich auch noch die Skills eigentlich noch kaufen würden. Ne? Nur dann müssen wir mal schauen. Was können wir noch machen? Wir könnten noch. Gibt es hier Kohle eigentlich dafür? Oh, hier gibt es gut Kohle. Dann werden wir die Quest hier auf jeden Fall noch machen. Dass es hier 7000 China gibt dafür. So, wo. Machen wir denn da welche? Da ist zum Beispiel einer von denen. So, und da haben wir auch schon Level Up. Geht ja doch eigentlich relativ schnell, aber also, wie gesagt, eigentlich jetzt. Wir sind jetzt hier beinahe bei circa Folge 18 jetzt schon. Sind circa irgendwas um die 2 Stunden. Und somit, ja, früher war ich nach 2 Stunden, wenn man zusammengelevelt hat, haben wir da Level 10 gerade so raus. Jetzt sind wir schon Level 13. Und sind eigentlich, na gut, auf einem guten Wege eigentlich, wenn wir das jetzt hier so fortführen würden, auch Richtung 20, das ist ja relativ schnell zu kommen. Wir müssen ja jetzt eigentlich nur noch bis 16 kommen. Und dann, gut, das kann man jetzt hier rauswerfen noch. Dann machen wir einen Magic Boost, ich habe keine Ahnung. Crazy, wollen wir das hier auch mit rein? Ne, wollen wir dann nicht. Gut.
Ja, wir bräuchten nur noch bis 16 bekommen, dann könnten wir Haramel ja auch schon wieder reingehen. Und ja, wenn da halt auch ziemlich schnell dann halt durchleveln. Gut, jetzt halt durch. Jetzt brauchen wir noch zwei von diesen Starving Works. Ne? Zwei Stück sind sie denn? Suche Starving Walks. Da sind wir. Ups. Ah, genau, das war ja. Ah, vielleicht das auch nochmal gezeigt. Halt mit dem normalen Flügeln. Also, wenn man halt ganz normal fliegt, dann hat man natürlich auch keine Flügel, sondern halt den Antrieb. Hätten wir auch noch mal so einen Blutgeist, was wir schmeißen da raus. Gut, Blocken, schmeißen wir mal Blocken raus. So, wo müssen wir das jetzt eigentlich alles überall? Ah, okay, einmal müssen wir zurück. Und dann müssen wir mal ins Dorf hinein und dann können wir uns abgeben und dann können wir auch. Ich glaube, wir hatten uns ja gebunden. Wer hat doch uns hier, oder? Hm? Make it quick. Irgendwie haben wir jetzt noch eine Minute Zeit. Ich weiß jetzt gar nicht warum. Wozu eigentlich? Ich glaube, das ist die Quest. Die hatten wir, glaube ich, nicht mehr reingenommen. Gucken wir mal. Sublease the Fallen Watch. So ist jetzt die Zeit eigentlich. Wir werden es nicht schaffen. Wird nicht ganz reichen, glaube ich. Nein. Mana Stein bekommen. Faith and arms, friend. Gut, das hätten wir erledigt. Ich glaube, wir werden sogar noch fotzen. Mit etwas Glück. Machen wir hier hin. Ah, das ist eben jetzt auch schon wieder weg irgendwie. Wo war das denn? Wo hatte ich das denn angenommen? Oh jetzt. Auf jeden Fall ist es weg, die Quest. Naja. Gibt auch Schlimmeres. So, dann machen wir mal das hier noch. So, wir verkaufen mal ein bisschen was. Ja, es gibt alles nicht die Masse an Kohle irgendwie. Ich will doch nur noch. Ja, wir werden ja hier eh nicht mehr großartig weiterspielen, denke ich. Vielleicht doch. Werden wir sehen. Halt einfach mal, aber geht nicht davon aus, deswegen werden wir auch keinen Helm gebrauchen lassen. Modellabbrüche brauchen wir auch nicht so wirklich. Da 50.000. So, was haben wir jetzt noch hier? Und dann blinkt noch. Okay. So. Gut, Rückkehr. Dann einmal zurück. Mal werden wir gleich mal in Richtung Sanctum nochmal machen, um die Skills nochmal uns anzuschauen. Was wir da jetzt so kaufen können. Ion's greatest gift to the weary traveler. Ja, falsch. Nicht für Transporter, sondern Teleporter. Es passiert immer wieder. Es passiert auch auf den amerikanischen Servern. Okay, davor ist wahrscheinlich nicht gefeit.
Weil man sieht hier auch schon wieder, wenn man dann halt in ein anderes Gebiet geht, ist halt diese Status dann halt auch sofort wieder weg. Ich weiß nicht, wie man das dann umschaltet eigentlich. Das wird man wahrscheinlich dann auch gar nicht mehr benötigen. Ich sehe jetzt zumindest nicht wo. Also die Skills halt eigentlich sozusagen halt, ja. Für den Popo kann man so fast so schon so sagen. So, dann gucken wir mal, was der für uns hat. Treat your weapons with care. Skill-Menü. Okay. Hat er irgendwas Neues? Boost und Chilling Wave. Warte mal, ne? So, dann lernen wir doch einfach nochmal alles. Gut. Hopp, hopp, hopp. Gut, so. Aktiv. Boost 1. Gut, Leaves Forward, okay. Chilling Wave. Okay. Jetzt haben wir noch Gunshot. Gunshot 2. Ja, Equip Pistol. Warum bekommen wir nochmal Gunshot? Das verstehe ich nicht wirklich. Wir können doch nicht unsere Pistole noch anziehen, oder? Obwohl, ich habe jetzt keine Pistole mehr. Aber wir können doch eigentlich nicht die Pistole, die können wir doch nicht anziehen. Das ist ja Blödsinn. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall nochmal nach oben und schauen uns nochmal die Skills jetzt nochmal neu an. Was wir jetzt nochmal ein neues Skills dazu bekommen haben. Wie gesagt, das mit dem Gunshot verwundert mich etwas. Ups. So, dann verwandeln wir uns doch am besten nochmal. Schauen wir mal zumindest mal, was wir jetzt bis Level 13 in Skills halt so mit dazu bekommen haben. Wir haben ja jetzt die ganze Zeit, haben wir ja eigentlich schon gekämpft hier. Das heißt, wir haben jetzt einmal halt die Kette, bumm, bumm. So, dann haben wir ganz normalen Skill. Dann haben wir einen aufladbaren Skill. Sieht man, sehr, sehr effektvoll. So, dann haben wir hier, ich glaube, das ist eher ein Dot, oder? Ich glaube nicht. Nee, damit baut man eher Akku auf sogar noch. Das müsste, dass man da nach vorne sprintet. 30 Sekunden Cooldown allerdings. Das müsste eigentlich hier die AOE sein. Auf 6 müsste das eine AOE sein. Genau, das ist eine kleine AOE hier. Flickt Front auf you. Okay, genau. Das ist eine AOE, eine Front-AOE, die halt, ja, halt in Front geht. Bei 5 müsste man so ohne Target machen. Haben wir da ein Target? Target Self, ne, 5 müsste eigentlich auch ohne gehen, gucken wir einfach mal. Genau, 5 geht auch so. Das ist ganz cool gemacht, also ich finde solche Skills finde ich immer ganz cool. Jetzt in Star Wars Let's Play hat mir das schon sehr, sehr gut gefallen. So, dann gehen wir jetzt auf jeden Fall nochmal nach Nord-Katalan. Schauen wir mal an, ob wir da noch hinkommen. Ob unser Geld dazu ausreicht, diese 48.000 Kinder, die wir jetzt noch haben. Ich glaube, vorhin war es bei 43.000 Kinder. Ich glaube, vielleicht nochmal durch die Steuern, durch irgendwelche Festungsländer. Ich weiß jetzt nicht, ob da welche jetzt abliefen oder nicht, nochmal geändert haben. Oder halt auch nicht. Easy teleport, Deva. So, was war das? Danaria? Was war das? Ich denke, das. Das war Slampa. Naja, genau. Wir haben das ja im Deutschen, ist es ja so Nord und Süd. Und hier ist es halt Katalam und Danaria. Warum das halt so unterschiedlich ist. Aber wahrscheinlich bekomme ich jetzt einfach noch das Video. Wobei, jetzt mittlerweile kann man das Video wegklicken. Ist ja eine schöne Sache. Im Deutschen ging das die ganze Zeit nicht. So, da haben wir hier zum Beispiel. Ach ja, genau, wir können uns zumindest nochmal anschauen. Hier sind zum Beispiel die Elios relativ weit oben: 56%, 16% Balou und 28% die Asimodians. Ja. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie. Was haben wir denn da? Ich glaube, das war das Machtkampfzeug, glaube ich, hier.
Waters jetzt das Machtkampfzeugs. Welcome, Deva. Ja, das war das Machtkampfzeugs, genau, da bin ich hier genau richtig. Wo wollte ich das mit Weapon? Ion has led you here. Oder weiterer, ne? Genau, dann wollte ich hier den ganz normalen wollte ich haben. Eigentlich um mir zumindest halt mal die Waffe anzuschauen. Das war, was war das jetzt? Two-Handed? Das war Two-Handed, glaube ich, ne? So, okay, dann hätten wir hier, wenn wir den skinnen, das sieht ja wirklich gut aus, der Air-Attack dann sozusagen, was hätten wir dann noch hier? Können wir hier damit irgendwas anfangen? Ne, damit können wir glaube ich nichts anfangen. Genau, das war nur ein Stab, glaube ich, ansonsten hat man da eigentlich auch nichts gehabt, weiter. Ja, okay, dann gehen wir mal noch zu den Abyss-Klamotten, schauen wir uns die Abyss-Klamotten nochmal an, zumindest halt den Skin vom Air-Attack selbst. Der Attack dann halt aussieht. Was war das denn jetzt eigentlich? Das sind wir in der AP. Was ist das hier? Ich glaube, ja. Wir gucken einfach mal hier rein. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau, wer jetzt dafür zuständig war. Welcome, Deva. Ah, pleasure to meet you. Hier kann man auf jeden Fall, oh, hier kann man Stigman kaufen. I hoped you would arrive safely. Okay, I hoped you would arrive safely. Das sind Stigma. What can I do for okay, you, Deva? Das war, glaube ich, dann nicht das Richtige. Dann müssen wir doch mal noch in den nächsten Eingang. So, dann können wir auch nochmal einen Skill nutzen. Gut. Hier geht's dann rein, genau, hier sind wir richtig. So, dann kommen wir. Ja. Okay, was haben wir da? Die Field Weapons. Gut, gucken wir uns jetzt einfach mal das hier mal an. Was haben wir da? Das One, glaube ich, das ist das ganz normale Abyss Equipment, ist das, glaube ich. So, dann schauen wir uns mal an, wie hier der. Der ist ja wirklich richtig. Das ist wirklich richtig, richtig schick. Gut gestaltet, sehr, sehr gut. Goodbye. Okay, so, was hatten wir dann noch? Können wir hier noch was machen? Ne, das ist Rüstung. Dann haben wir hier was da. Das ist hier das Commander Equipment. Ah, genau, das war das für den Statthalter. Und da schauen wir uns das doch am besten auch mal an, wie so zum Beispiel der Statthalter denn jetzt aussieht. Oh, der Attack vom Statthalter sieht vollkommen vergoldet aus. I hope I can help you. Was haben wir hier? Ah, hier sind wir. Always remember, we're supporting you. Gut. So, und ich würde mal sagen, die Folge ist dann auch vorbei, ging etwas länger jetzt in dem Fall. Ich wollte allerdings jetzt auch nicht nochmal irgendwie einen Cut dazu machen. Ich bedanke mich für das Interesse bei diesem Let's Play. Wenn ihr das mögt, was ich hier mache, dann gebt mir doch ein Like, Kommi, ein Abo, sonst irgendwas. Ja, ansonsten bedanke ich mich fürs Einschalten und tschüss.